Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Aktionärsbank, offizieller Partner der DBM. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Leaderboard Stocks, live aus dem Trader Fox Trading Room. Was für ein Tag. Ich bin richtig fertig. Ich hoffe, dass ich heute drei klare Sätze formulieren kann. Die Märkte stehen unter Strom. Wir haben crashartige Zustände. Und ich möchte es kurz machen. Ich glaube, es wird weiter runtergehen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Starten wir mit den Top News. Was ist da eigentlich los? Es zerreißt den DAX und insbesondere zerreißt es die gesamte zweite Reihe. Die Korrekturen in diesem Jahr waren bisher alle vom Gesamtmarkt getrieben, aber darunter war relative Stabilität spürbar. Diesmal ist es komplett anders. Die zweite Reihe des deutschen Marktes gleicht einem Schlachtfeld. Warum eigentlich? Ich möchte hier drei Gründe nennen. Punkt 1 habe ich ja vor drei Tagen schon gesagt. Russland. Ein Handelskrieg zwischen Russland und der EU ist eine Katastrophe. Ich erwarte eine Rezession im dritten Quartal in Europa, weil ein Handelsvolumen von 334 Milliarden Euro letztes Jahr einen solchen Ausfall, auch wenn nur zum Teil, kann die Wirtschaft nicht einfach wegstecken. Ich habe gerade das Wort Rezession in den Mund genommen. Eine Rezession ist ja definiert als zwei Quartale, die nacheinander eine rückläufige Gesamtproduktion zeigen. Im zweiten Quartal könnten wir diese Rezession bereits gehabt haben. Die Wirtschaftsdaten im Mai und Juni waren sehr, sehr schlecht, teilweise in halb Europa. Ich bin gespannt, wenn die endgültigen Zahlen kommen, was für Q2 da rauskommt. Dass wir in Q3... Das werden die Statistiken zeigen, glauben Sie mir, eine Rezession bekommen werden. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Warten Sie ab. Aber noch ein zweiter wichtiger Punkt. Der wurde in den letzten Tagen, der ging ein bisschen unter. Die amerikanische Notenbank hat die große Wende in der Zinspolitik angekündigt. Und darum sind aus meiner Sicht jetzt auch die US-Märkte endlich mal, so möchte ich es formulieren, unter Druck. Und Punkt 3. Die Welt, ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Überall kriegerische Zustände. Im Irak, an den Grenzen Europas. Man hat den Eindruck, wenn man die Zeitung liest, die Israel, Palästina, überall wird gestritten, sind schlimme Kriege, schlimme Zustände. Es ist gerade beim Lesen der Nachrichten, man hat kein gutes Gefühl. Was wir jetzt machen? In der heutigen Leaderboard Stock Sendung. Ich habe nicht viel vorbereitet. Ich möchte Sie einfach mal daran teilhaben lassen, wie wir im Trader Think Tank den heutigen Tag erlebt haben. Doch zunächst schauen wir mal nach dem Anlagetrend des Tages. Die Sendung Leaderboard Stocks soll sich ja eigentlich um die führenden Aktien drehen, um die stärksten Aktien aus den stärksten Branchen, die man zum richtigen Zeitpunkt kaufen soll. Jetzt haben wir diese Sendung aber begonnen in einer Phase, in der die Märkte stark unter Druck stehen. Wenn die Märkte crashen, dann sollte man eines auf jeden Fall tun. Man muss im Blick behalten, welche Aktien zeigen gute Nachrichten. Welche Aktien haben relative Stärke? Welche Aktien wollen nach oben? Wie bin ich als Trader groß geworden? Ich bin groß geworden, indem ich in der 2006er Marktkorrektur die Repower-Aktie gekauft habe, weil das eine der ersten Aktien war, die in einem crashartigen Zustand neue Hochs gemacht habe. Diese Aktie hat mich quasi 2006 vom gewöhnlichen Hobby-Trader zum Profi-Trader gemacht. Es war ungefähr eine Verdreifachung. Aktien, die in solchen schwachen Marktphasen die Kraft aufbringen, auf neue Hochs zu laufen, da kann man eigentlich fast immer sagen, dass eine außergewöhnlich gute fundamentale Entwicklung dahinter steckt. Und darum sollen wir jetzt, und darum müssen wir jetzt, auch wenn wir gerade überwiegend auf Rebound-Trades fokussiert sind, dürfen wir die wenigen Bullenaktien die jetzt noch gute Nachrichten haben, dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und ein paar davon schauen wir uns jetzt mal an. Ich gehe zu meinem Trading Desk.
Ja, hier sehen Sie schon den DAX, wie der unter Druck ist. Wahnsinn. Und wir haben einen riesigen Unterschied. Das möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, bevor ich zu den starken Aktien komme. Die Korrekturbewegung hier wurde von der zweiten Reihe mit einem müden Gähnen beantwortet. Genauso hier. Aber hier ist die zweite Reihe brutal unter Druck. Ich zeige mal ein paar Aktien, wenn wir uns hier mal eine TUI angucken. Also die hier, man sieht, die werden richtig verprügelt. Auch eine Airbus kommt extrem zurück hier. Alles Charts, die steil nach unten zeigen. Wir müssen jetzt aber dennoch die starken Aktien angucken. Und ein Sektor, der uns wirklich sehr positiv auffällt, sind die Profiteure vom Internet der Dinge. Also diese Machine-to-Machine-Communication, die laut Goldman Sachs im Jahr 2020 zu über 26 Milliarden Dingen führen soll, die miteinander kommunizieren und mit dem Internet vernetzt sind. Wir haben hier Sierra Wireless, ein ganz klarer Profiteur, weil die machen solche, die machen solche Module für 2G, 3G, 4G, Datenübertragung, und man kann allgemein sagen, die Firma hat sich auf intelligente, drahtlose Lösungen spezialisiert. Gestern, und wir kennen das ja schon von Skyworks und von Rukius, waren die Zahlen eigentlich sehr gut. Plus 23% bei den Umsätzen, und der Nettogewinn ist auch deutlich nach oben gesprungen. Die Firma hat hier lange Zeit in den schwarzen Zahlen gekämpft, aber jetzt haben wir eine Gewinnverbesserung von 167%. In 2015 soll sich der Gewinn, da sagen die Konsensschätzungen, auch nochmal verdoppeln. Also wir merken, dass sich hier im Bereich Internet der Dinge sehr viel von der fundamentalen Seite zum Positiven wandelt. Eine Leader-Aktie ist aber dadurch definiert, dass sie auf neue Hochs geht und dass sie auch in einem schwachen Markttrend neue Hochs macht. Schauen wir uns mal an, welche Aktien wir in dem Sektor haben. Wir haben eine Skyworks, die zeigt sich heute relativ stabil. Also die scheint ihre bullische Konsolidierung zu verteidigen, ist auch nur ganz schwach im Minus. Für eine solche Trendaktie ist das wirklich eine gute Performance, weil oft bei den Aktien, wo noch richtig Fleisch dran ist, wo die Leute auf Gewinn sitzen, die werden ja ganz oft als allererstes verprügelt, wenn der Markt in eine Crash-Bewegung übergeht. Und Skyworks Solutions zeigt Stabilität, getrieben auch von guten Daten, die ja hier für dieses Upgap verantwortlich waren. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil die Kaufpunkte sind noch zu weit weg, der Crash ist noch zu jung, noch darf man diese Stärke nicht überinterpretieren. Aber nehmen Sie bitte in der heutigen Sendung schon mal mit, Internet der Dinge, die Aktien, die da davon profitieren, zeigen gute fundamentale Daten, und es gibt hier auch Titel, die mit relativer Stärke schon mal auf sich aufmerksam machen. Wir beobachten das für Sie. Machen wir nun weiter mit dem Trade des Tages. Der Trade des Tages wird präsentiert von der Aktionärsbank. Die Aktionärsbank hat gerade ein unglaublich günstiges Angebot. 2,95 € flat je Trade, also fast gar nichts. Mit der Aktionärsbank spielen Ordergebühren keine Rolle mehr. Würde ich mir anschauen, die Bank. Jetzt haben wir ja gesagt, wir lassen Sie heute mal teilhaben an dem, wie wir im Trader Think Tank heute vorgegangen sind und wie wir die Märkte analysiert haben. Gehen wir dazu mal in den Trading Room. Es lief richtig gut für uns. Es lief richtig gut für uns. Ich habe ja vor 2 Tagen in der Sendung schon gesagt, man darf den Handelskrieg mit Russland auf keinen Fall überschätzen. Und dementsprechend waren wir auch bärisch gestimmt und haben Cashbestände gehalten und haben gesagt, seit 3 Tagen war die Devise, wir warten ab. Das wurde auch vom Sentiment bestätigt. Das Sentiment ist ja ständig positiv. Und es gibt eine wichtige Regel, die eigentlich ganz oft stimmt. Wenn der DAX zum ersten Mal anfängt, Abwärtsdynamik zu entwickeln und das Sentiment klebt ständig im Bereich 30, 40, das heißt, die Leute, die kaufen Longs, die sind nach 2 Jahren Bärenmarkt, nach 5 Jahren Bullmarkt gewöhnt, dass jeder Dip sofort gekauft wird. Und diese anerzogene Verhaltensweise, die spiegelt sich natürlich auch in ihrem Trading-Verhalten wider.
Wenn wir eine solche Situation sehen, dass der Kauf von Long-Positionen fast schon zum Automatismus wird, dann hat man eigentlich die Garantie, dass die Abwärtsbewegung weitergeht. Wir hatten vor 2 Tagen eigentlich ständig ein positives Sentiment. Wir hatten gestern eigentlich ständig ein positives Sentiment und heute auch. Darum haben wir im Trading Room von heute Morgen an die Devise ausgegeben: Wir sind passiv, wir warten auf Panik. Ganz klare Ansage: Wir sind passiv, wir warten auf Panik. Und diese Panik habe ich definiert mit der Rebound-Matrix heute. Wir legen die Kauforders rein bei Verlustniveaus von -9 bis -10%. Schauen wir mal auf die Rebound-Matrix. Man braucht ungefähr, um den aktuellen Grad der Überverkauftheit abzuschätzen, braucht man ein sehr gutes Feingefühl. Wir sehen hier Verluste von seit den letzten 3 Tageshoch, Adidas -18%, DMG -15%, Osram -14%, Nordex -10% und einen deutlichen Austritt aus der Bollinger Bänder. Wenn eine Aktie, die sich in der Rebound-Matrix hier bei den Top 10 bis Top 20 Positionen aufhält und die schon seit dem 4-Tages-Hoch 15% verloren hatte. Bei solchen Aktien, wenn die Intraday richtig stark pieken, dann muss man einen Rebound eigentlich probieren. Das ist nahezu Pflicht. Haben wir so auch herausgearbeitet. Ich habe gesagt, ich platziere meine Kauforders bei -10%. Genau das habe ich gemacht und schauen wir uns da mal Ausführungen an. Was hatte ich? Es lief nicht ganz gut bei mir, weil von 10 Orders, die ich platziert hatte, wurden dann nur 2 ausgeführt. Aber ein sehr schöner Trade war dabei. Hier 6.000 Stück Deutz Long zu 4,78 €. Schauen Sie mal nach, das war das Tagestief. Wie mache ich das? Wie komme ich auf meine Trading-Einstiege an solchen Crash-Tagen? Das Grundregelwerk ist wirklich: Kaufen Sie um Gottes Willen nicht nach 5% Intraday-Erholungen. Sie müssen auf den Peaks nach unten kaufen. Und wie mache ich das? Ich schaue mir an, wo war der Vortageskurs. Nehmen wir an, ein Vortageskurs war bei 32 Euro. Wir haben einen Crash. Ich erwarte, dass es heute Panik gibt. Dann mache ich 32 mal 0,91 oder mal 0,9, also 10% runter. Und hier habe ich meine Einstiegslimits. Und so gehe ich eigentlich, ich mache das, ich habe ja meinen Trading-Stil seit 2003 gefunden. Ich mache nur die Abschätzung in Panikphasen. Haben wir gerade Angst? Finden bei -5% die Erholungsbewegungen schon statt? Oder ziehen die Aktien so richtig durch? Und Sie werden merken am deutschen Markt, wenn da eine Aktie, eine liquide Aktie aus dem TecDAX zum Beispiel, wenn die ohne Nachrichten mal 10% verliert, dann kommen Käufe rein. Es kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass eine Aktie im TecDAX ohne schlechte Nachrichten oder im MDAX genauso, dass die von -10 auf -15% einfach runtergeprügelt wird. Das ist mal 2008 und 2009 passiert während der Finanzkrise. Aber oft gilt diese Regel und ich möchte sie jetzt ganz klar formulieren: Die am stärksten überverkauften Aktien, bei denen für diesen Abverkauf keine unmittelbaren schlechten Nachrichten verantwortlich zu machen sind, wenn die mal Richtung -10% peaken, dann kann man eigentlich immer einen Rebound-Trade probieren. Hat man dann ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis? Wenn ich von einem Trade spreche, dann haben Rebound-Trades bei mir eigentlich immer eine Risikotoleranz von ungefähr 2-3%. Ja, ich gehe ins Wochenende mit 100% Cash. Wie gesagt, ich glaube eigentlich, es geht nochmal tiefer, weil wir hatten schon seit 3 Jahren keine Marktphase mehr mit einem starken Crash, der abgeschlossen wird mit Kapitulationsgaps. Das kennen die Marktteilnehmer schon gar nicht mehr. Und ich glaube, genau das werden wir jetzt bekommen und darauf warte ich. Wenn Sie uns begleiten wollen, schauen Sie in den TraderFox Trading Room mit rein. Wir machen hier gutes und professionelles Marktresearch. Dann danke ich mir, dass Sie mir heute bei dieser, ich nenne es mal, Freestyle-Sendung zugehört haben. Für die richtige Vorbereitung blieb heute leider absolut keine Zeit mehr. Aber vielleicht konnten Sie ja trotzdem einige Inspirationen mitnehmen. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.